Cristiano Ronaldo mit Augenmaß. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und er zieht ab. Der ist drin. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Alles ist wieder bereit. Also da lege ich mich fest, wenn Sie jetzt noch ein Tor kassieren, dann heißt das Game Over. Ich bin gespannt, wie Sie die zweite Hälfte angehen. Unglaublich viele Freiheit. Kopfball. Und der Keeper ist zur Stelle. Modric hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Schlauer Pass. Da ist die Luft und sie setzen noch eins drauf. Fantastisch. Das dürfte definitiv... Roberto. Findet er ihn? Jetzt der Ball ist im Netz. Unglaublich. Sehr viel besser geht das nicht. Grandioser Treffer. Grandios, herrlich, ein Augenschmaus. Die wunderschöne Flanke und der perfekte Abschluss aus der Luft. Anschlusstreffer wäre vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber sie sind wieder im Spiel. Hier ist Neymar. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Papastathopoulos. Fault und somit Freistoß. Marco Verratti. Mit dem Klärungsversuch. Ein sehr kluger Pass. Hereingabe Neymar. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Langer Ball auf den Flügel. Mit viel Gefühl. De Bruyne. Modric. De Bruyne. Van Dijk holt ihn sich wieder. So ist Liverpool gewechselt. Sie bringen ihren Tempodribbler eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation fürs Team.
Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Guter Flankenwechsel. Messi. Diego Maradona. Riesen. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Einfach und haltbar. In den Pfosten und dann geht der Ball rein. Die einen haben Aluminiumdusel, die anderen Aluminiumpech. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung. Da ist die Lekomir, der schlägt ja einmal Niederschlag. Die haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Das ist wirklich eine moderne Lazarus-Geschichte. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Und er fängt den Einwurf ab. Leon erhöht jetzt den Druck, um die Partie in dieser späten Phase noch für sich zu entscheiden. Probiert's. Zu unkontrolliert. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben. Und da ist der Pass. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Roberts. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Diego Maradona. Mit der Brechstange. Sehr gut antizipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Schönes Ding. Piqué spielt den Feuerwehrmann. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Ein feiner Pass. Roberts. Zum Abschluss gekommen und was ihm fehlt zur absoluten Glückseligkeit, das sind einige Zentimeter. Diego Maradona, da ist er vorbei. Er schießt. Er ist absolut der Wahnsinn. Und damit dürfen sie durch sein. Keylor Navas war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt sie ist. Sie haben sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind am Ende dafür belohnt worden.